Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, was soll ich euch sagen? Es ist schon wieder soweit. Der Monat neigt sich dem Ende zu. Wenn ihr das Video seht, ist er wahrscheinlich schon gelaufen oder ich weiß noch nicht ganz genau, wann es online kommt. Und ich war wieder ordentlich fleißig. Nachdem ich dann wieder riechen konnte, sowohl meine Nase es wieder mitgemacht hat, als auch mein Mut und alles so wieder nach Düften schrie, habe ich wieder ordentlich losgelegt, um auch diesmal tolle Duftschätzchen mit euch zu teilen, die ich aufgebraucht habe. Und ja, also ich habe jetzt nicht nach irgendwas sortiert, ich ziehe wieder bunt raus und werde euch ein bisschen was dazu erzählen. Also legen wir mal direkt los, weil, wie gesagt, ich war fleißig. Los geht's! Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht schon Tee, Kaffee, was auch immer ihr haben wollt, geholt. Macht es euch gemütlich und lasst uns ein bisschen schnubbern. Ne? So, los geht's. Ja, anfangen. Oh, tue ich mit einem besonderen Schätzchen. Sehr gerne. Und das ist von Iceflower. Den hatte ich bekommen in meinem schönen Wichtelpaket. Der Lavender on Snow. Und Leute, ich sag euch, den hatte ich unterschätzt. Der war so schon echt schön. Der hatte für mich so eine maskuline Note. Cremig, ein bisschen Aftershave oder Rasiercreme-Charakter für mich. Definitiv Lavendel war der Star. Definitiv. Ich habe noch einen anderen Duft, wo ich dachte, okay, das könnte so in die Richtung gehen, als ich das erste Mal gelesen hatte. Und das ist der Iced Lavender, aber das sind zwei wirklich sehr grundunterschiedliche Düfte. Der hat trotzdem auch einen hohen Kuschelcharakter. Ich habe ihn im Bad gedüftelt und da fand ich ihn auch genau richtig, aber hier im Wohnzimmer zum Beispiel wäre der auch super gewesen. Deswegen, der hatte was eben winterliches, aber kuscheliges, maskulines, frisches. Also der war, ne, und eben durch diesen Lavendel-Einschlag einfach trotzdem so kuschelig, blumig. Aber der Lavendel war definitiv auch nicht zu doll auf die 12. Also der war einfach nur, ich muss jetzt auch nochmal einen Schnubberer dran tun. Der war einfach nur wunderschön. Auch, ne, markant durch diesen Lavendel, also weil es ist jetzt auch keine total sanfte Lavendel, aber wie gesagt auch, ne, durch diese cremige Note schön abgerundet. Und ich fange jetzt schon wieder so an, über diesen Duft zu philosophieren, aber der hat es auch echt verdient, weil, also den werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal gießen lassen, wenn es geht, bei Sylvie in der Custom. Da müsste ich, also ich glaube, in dieser Runde bin ich jetzt nicht dran, aber ich habe mich auf jeden Fall eintragen lassen. Also mal gucken, wann ich da dran bin. Aber der schreit nach einer Wiederholung, auf jeden Fall. Ne? Der Lavender und Snow. Schätzchen. Für mich neu entdeckt. Dann jetzt mal was völlig Konträres. Der Sailboats von Goose Creek ist leer gegangen bei mir. Das ist, wie das Label auch schon sagt, ein sehr aquatischer und frischer Duft, auch besonders gut für den Sommer, ne? Also ich weiß auch schon gar nicht mehr. Ja, der hat halt wirklich aber sowas Helles. So, es ist jetzt irgendwie nicht so ein tief aquatischer, sondern wirklich so ein sommerlich frisch. Also der ist jetzt nicht so, als ob er herb und maskulin irgendwie aus jeder Pore schreit, gar nicht. Der hat wirklich, das ist ein sanfter aquatischer Duft, würde ich sagen. Auf jeden Fall auch irgendwas Florales mit drin. Ich weiß die Duftkomponenten jetzt wirklich nicht. Aber das ist auch was für Leute, würde ich jetzt mal sagen, die jetzt, die zwar frische Düfte mögen, aber wo es dann nicht zu sehr, also der hat schon was, ne, aquatisches etc., aber nicht zu herb, zu maskulin. Das ist er nämlich für meine Begriffe jetzt nicht. Den kann man sich trauen, ne? Also, aber deswegen, dieses Label, das spricht eigentlich,
Das spricht Bände und das passt halt wirklich sehr, sehr gut. Also der war schön, ne? Ist aber für mich jetzt auch tatsächlich kein Duft, der jetzt bei mir irgendwie unbedingt nachgekauft werden müsste, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich ihn wieder hätte, würde ich ihn gerne wieder düfteln. Es ist jetzt aber auch nicht so, als ob ich, ne, nicht andere Düfte hätte, die mich gerade in der Kategorie nicht auch noch einen Ticken mehr überzeugen würden. Ne? Oh, jetzt kommt wieder ein sehr. Oh, jetzt kommt ein Schätzchen. Den mögen viele von euch, das weiß ich. Under the Old Oak Tree. Der ist schön. Den hatte ich auch, glaube ich, schon bei meinem letzten Aufgebrauch dabei, kann das sein? Von der lieben Sandra von In the Mood Design. Der spricht halt auch total mein Nostalgiezentrum an. Der hat was. Das ist so ein. So eine Rase, es könnte so eine Rasiercreme. Ich weiß, irgendjemand aus meiner Kindheit, irgendein Onkel, den ich sehr mochte oder so, hatte diesen Duft an sich. Ne, gerade diese älteren Herren haben ja meistens diese Ebene, wenn die sich gerade frisch rasiert haben oder so, ne, wenn die ihre Morgenroutine so fertig hatten, dann haben die so einen Geruch an sich, ne? So ein Onkel, Opa, gemütlich, cremig, also der hat irgendwas Cremiges tatsächlich, aber eben auch vor allem natürlich holzig, parfümig, also aber eben, der hat für mich auch irgendwie eine cremige Note, haltet mich für bekloppt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, der hat sowas. Aber der ist so schön, der ist wirklich schön, also definitiv ein männlich herber Duft, der für mich auch gerne wieder einziehen darf. Wo ich ja sowieso so grüne Düfte oder ja, eben maskuline Düfte, ich tendiere immer mehr ja in die Richtung. Früher hätte man mich damit jagen können, ne? Also da war ich ganz, ganz penibel da, was das anging, ne? Aber inzwischen bin ich, kann man ja wirklich sagen, so maskuline Düfte gehen für mich auch echt klar, so, ne? Also gerne nochmal den Under the Old Oak Tree. Wenn das so weitergeht, dann wird das noch ein längeres Video, aber ich habe auch wirklich tolle Schätzchen diesmal dabei und es geht direkt mit einem tollen weiter. Wieder einer, der mich so richtig umgehauen hatte, auch schon kalt gerochen. Wer mein Video mit dem Tauschpaket von der lieben Katharina gesehen hat, der hat diesen Duft vielleicht auch schon mitbekommen und dass ich unfassbar geschwärmt habe von Iceflower, eine Custom-Mischung, Cozy Flanell, Sandelholz und Cashmere Noël. Und das ist schon kalt, wie gesagt, in eures Schätzchen gewesen. Und warm. Boah, war der einfach nur genauso schön. Der hat auch wirklich, was halt bei Silvis Düften oft der Fall ist, der hatte eine super Intensität. Der hat mir hier wirklich richtig lange Freude gemacht. Und der ist einfach. Den werde ich mir auch nochmal, also wenn sie die Öle gerade noch zur Zeit vorrätig hat, den werde ich mir auch nochmal gießen lassen. Also, ich merke schon, meine Liste merkt das schon. Die wird ein bisschen länger. Der ist halt. Also, ich habe. Meine Freundin Vero hat mich gefragt. Also, Magie der Düfte und Veros Dufttraum. Ich verlinke sie auch nochmal in der Infobox. Genau. Hat Insta- und YouTube-Accounts übrigens. Und schaut unbedingt mal vorbei. Die macht ganz, ganz tolle Videos. Und hat auch ganz schöne Profile bei Insta, wie gesagt. Genau. Jedenfalls mal zu dem Duft zurück. So. Sie hatte mich gefragt, du, ist das denn eher so ein Winter, Herbst-Winter-Kuschelduft oder geht der jetzt auch noch irgendwie so im Frühling oder Sommer? Ist das so ein universelles Ding? Und dann habe ich so zu ihr gesagt, und ich finde das wirklich schwer zu. Also, der hat für mich schon was Herbst-Winterliches, definitiv. Cashmere Noël ist nicht ohne Grund da drin, ne? Und auch Cozy Flanell ist ja jetzt nicht ein Duft, den man sich jetzt irgendwie. Das ist jetzt nicht das, wo man sagen würde, dass das haut man sich jetzt unbedingt im Frühling und Sommer um die Ohren. Obwohl ich halt wirklich abends auch immer ein Kuscheldüftler bin. Ne? Aber da sind dann vielleicht die leichteren, floraleren Kuscheldüfte vielleicht drin. Ne? Aber der hier, also entweder Herbst-Winter-Kuschelduft oder an so einem schönen Regentag im Frühling oder so. Ne? Das geht auch. Nicht unbedingt im Sommer, da würde ich ihn wirklich nicht unbedingt düfteln, aber ne? Hammer. Also auch eine schöne Custom-Mischung, liebe Katharina, den du da, also wenn du den gemacht hast,
Das ist genau mein Gusto, ne? Aber jetzt mal kurz, ne? Also eben Kuschelduft, ne? Cozy Flanell, das hat so ein bisschen was Herberes, aber es ist halt trotzdem durch dieses Sandelholz auch noch mal schön. Das Sandelholz erschlägt einen auch nicht, es macht es einfach nur noch mal ein bisschen runder und das Cashmere Noël einfach noch mal eine Spur kuscheliger. Also kuschel, kuschel, kuschel mit ein bisschen Herb und ein bisschen noch mehr kuscheln. Hammer, oder? Ganz ehrlich, kann man machen. So, oh ja, ein Lieblingsschätzchen von mir, von Bears Wax Bakery, der Tea Time with Jane Austen. Der ist wunderschön, kennen viele von euch, lieben wahrscheinlich auch viele von euch. Für Rosenmädchen ein absolutes Muss, für Blumenmädchen ein absolutes Muss, für Teeliebhaberinnen ein absolutes Muss. Also das ist Schwarztee mit Rose und ein bisschen Holz dabei. Oh, Vanille, glaube ich, ne? Also das brauche ich da noch mehr sagen. Also, ey, also. Deswegen, kurz und knackig, der ist einfach ein Traum. Und erinnert mich lustigerweise an einen von Bath & Body Works, der Rosewater & Ivy. Ich finde, der geht ziemlich in die Richtung. Ich weiß nicht, ob es euch auch da so geht, wer die Kerze kennt. Oder auch der Rosewater Meringue, obwohl der noch ein bisschen mehr auf die 12 ist, der Rosewater Meringue. Aber die gehen so für mich in die recht selbe Duftrichtung. Ne? Genau. Der Jade oder Jade wahrscheinlich, ne? Wie auch immer man es aussprechen möchte, von So Fragrances bei Duftmädchen von der Claudie. Ja, das war ein Duft, der wurde beschrieben in der Duftbeschreibung, weiß ich noch, mit so ein bisschen orientalisch, exotisch, Wäscheduft. Ich fand ihn gar nicht so frische Wäschemäßig. Also, er hat mir gut gefallen, aber er hatte für mich schon eher so. Also, er hatte für mich einen Clean-Moment, das schon. Frische Wäsche, ja, weiß ich gar nicht. Für meine Begriffe jetzt gar nicht so unbedingt. Ja, was Clean ist, wie gesagt. Also, ich habe ihn ins Bad getan und da hat definitiv gut performt. Hat mir aber auch, ne, haben mir so zwei Stücke gereicht. Die anderen zwei habe ich in ein Tauschpaket getan. Und ja. Genau. Ist jetzt, ne, war schön, muss ich aber auch nicht unbedingt nochmal haben. Genau. Wachsmacherei. Saltwater Toffee. Ist natürlich auch so ein, den kennen viele von euch, ne? Als ich kannte den am Anfang, ich wusste gar nicht, ne, Saltwater, ich dachte am Anfang, da könnte ich jetzt also Toffee, keiner, ich wusste, da dachte ich irgendwie, es wäre ein aquatischer Duft, ne? Saltwater, ne? Sowas. Aber dass das eine Süßigkeit ist und dass das Candy-Duft ist, ne? Ich kannte diese Süßigkeit nicht, aber es ist einer der wenigen Candy-Süßigkeiten-Düfte, die ich echt gerne mag. Also man kann das so schlecht beschreiben, diese Süßigkeit, finde ich persönlich, weil er hat irgendwas Gemütliches, obwohl er süß ist, ne? Also würde ich nicht wissen, dass es ein Foodie-Duft ist. Also klar, würde ich da eine Foodie-Note draus riechen, aber es könnte für mich auch einfach irgendwie so ein Kuschelduft mit Foodie-Charakter sein, ne? Aber eben natürlich sehr süß. Ein sehr süßer Foodie-Duft. Ne? Das ist ein sehr schöner Duft von Dani. Ist auch schon. Ich hatte schon mal was davon. Also den kann ich auch immer wieder mal düfteln. Der geht klar. Müsste jetzt nicht irgendwie zeitnah wieder bei mir einziehen, aber würde ich auch irgendwie irgendwann, ne, nochmal düfteln. Den habe ich bekommen, auch von der lieben Katharina Traum, Düfte Vanilla Birch. Ihr wisst, ich liebe Vanilla Birch. Also wenn meine Videos ein bisschen verfolgt hat, der weiß, ich liebe Vanilla Bird. Sowohl den typischen Klassiker von Bath & Body Works, als auch die Versionen von Duftfeen, wie zum Beispiel von Bea oder von Claudie, ne, die sehr ähnlich riechen, aber noch ein bisschen holziger sind, ein bisschen weniger Vanille haben. Der schönste ist für mich eh Bath & Body Works, da geht für mich echt nichts drüber, muss ich echt sagen, weil das da so schön austariert ist, diese Parfümigkeit mit Holzigkeit und aber der Vanille, das ist einfach wunderschön. Der hier ist ein bisschen, ich nenne es jetzt mal gefälliger, der Vanilla Birch von Traumdüfte. Er hat okay performt, ja, definitiv. Ich habe sonst ja mal ab und zu so ein bisschen mit der Intensität so, ne, meine Herausforderungen. Bei Traumdüfte, ich weiß nicht, meiner Nase entgehen die Düfte manchmal einfach oder überwiegend die ich bisher in der Lampe hatte, sind meiner Nase oft entgangen. Weiß nicht, woran das liegt. Ja, weil mir die Düfte eigentlich an sich auch sehr gut gefallen oft.
Aber der, wie gesagt, der war recht intensiv, ne? Aber der war ein bisschen gefälliger, weil er ein bisschen mehr Vanilleanteil hatte, ein bisschen weniger Holz. Das hat sich eher ein bisschen zurückgenommen. Wurde auch warm, definitiv kam das mehr raus als kalt, ne? Aber ist ja auch, ne? Genau, aber war schön. Ist jetzt aber auch, wie gesagt, ich habe da noch andere Favoriten, die tatsächlich mein Duftzentrum ein bisschen mehr ansprechen. Dann hatte ich hier. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. L3 Waxy Wonders Peanut Butter Strawberry Jam und Fresh Baked Bread. Der Duft. Also es gibt einen Duft von Wohlfühlmomente. Fangen wir mal so an. Mit frisch gebackenem Brot und was ist denn da jetzt nochmal drin? Ach, mit Kaffee, glaube ich, ne? Mit Kaffee. Und noch was dabei. Ich weiß es gerade nicht. Aber der ist wunderbar, dieser Duft. Der ist so, so wunderschön. Klar, ein bisschen anders natürlich, ne? Nicht vergleichbar mit den Komponenten. Aber ich hatte mir von dem sehr, sehr viel versprochen. Ich war aber kalt schon nicht sicher, weil der war speziell, ne? Also der war sehr künstlich. Da hat man gemerkt, also die Strawberry Jam war voll auf die Nuss und apropos Nuss, Peanut Butter. Ja, war da. Also es war eine verrückte Mischung, aber ist ja, kann ja total schön sein trotzdem. Aber nee. Und gefiel mir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht. Also gefiel mir und meiner Nase nicht. Mini kam rein in die Küche und sagte: Boah, Mama, ne, Mama, Mama, ich machte ihm gerade irgendwas zu essen. Genau, ich hatte Pancakes gemacht. Mama, nein, die Pancakes kann ich nicht essen. Das riecht ganz furchtbar. Die kann ich nicht essen. Ich da so, Schatzi, das ist der Duft, das sind nicht meine Pancakes. Mach dir keine Sorgen, ich mach dir die Pancakes jetzt mal fertig und du probierst. Mein Mini hat die Pancakes geliebt, aber diesen Duft definitiv nicht. Der wird nicht nochmal einziehen. Also es war ja eh, man kommt da glaube ich nicht so einfach rein ran. Es scheint irgendwie eine amerikanische Duftfee zu sein oder so. Ich weiß nicht, ich kenne mich da tatsächlich nicht so aus. Also ich weiß nicht, von welcher Firma das, welcher Duftfee das war jetzt, ne? Ich hätte ja mal recherchieren können, habe ich aber nicht. Sorry. So, den hatte ich von der lieben Lisa. Heißer Kakao plus Peppermint Twist von Wachsmagie. Ja, da habe ich ja schon erzählt. Das hat mich so an diese Pfefferminz. Ich habe den Namen noch letztens. Was habe ich gesagt? Wie heißen die nochmal? Das sind diese Süßigkeiten, ne? Diese zweifarbigen Bohnen und ne? Diese runden Bonbons mit so einer, sehen ein bisschen größer aus wie Smarties, ne? Einmal in rosa, einmal in weiß mit dieser Schokofüllung drin und außen diesen Pfefferminzüberzug. Kenne ich aus meiner Kindheit, war noch nie mein Lieblingsduft, aber riecht eins zu eins so. Aber als Duft in der Küche für einmal düfteln war er schön, würde aber auch nicht nochmal bei mir einziehen. Genau. Iceflower Infinity. Ja, der war schön. Aber Leute, ganz ehrlich, boah, wie hat der gerochen? Ich kann es total schwer sagen, den zu beschreiben, das ist schwer. Der hat vor allem sich warm nochmal ganz anders entwickelt als jetzt hier so. Da rieche ich auch gar nicht mehr so viel davon, obwohl das ein bisschen anders hätte. Ne? Den habe ich von meiner lieben Patricia bekommen. Duftbibliothek Deluxe übrigens auf Insta und ihrem Scentsy-Account Scentsy in the Woods. Bei Patty kann ich euch auch noch mal in die Infobox verlinken, wenn ihr mal schauen wollt. Ne? Ja, also der war total schwer zu beschreiben, weil der hatte, das war definitiv einer von, ne, so ein total schöner Kuschelduft von Sylvie. Also einer, der kuschelig war, aber der hat warm was bekommen. So ein bisschen was Herbes oder was Holziges, was echt richtig interessant war. Der war richtig schön und was Parfümiges war auch dabei für meine Nase. Der war schön, aber wirklich, ich kann den schwer beschreiben, aber schön war er. Würde ich definitiv auch wieder düfteln. Bea's Wax Bakery, feel free to shine. Und das war eine meiner Überraschungen in diesem Monat, definitiv. Weil der war richtig fein. Der war definitiv auch ins herbmaskuline gehende. Herbmaskulin gehende, ja, so meint er. Ne, ging ins herbmaskuline, aber kuschelig und. Oh. Holzig, ne, und parfümig.
War auch, ne, ihr Bernstein-Moschus irgendwie so. Ich glaube, es war Bernstein. Aber es war, ja, es war alles so schön abgerundet, dass, also wie gesagt, Bernstein kann ja oft, wenn es vorne ist, wenn es zu weit vorne für mich ist, irgendwie so ein bisschen abdriften, dass ich es nicht so gerne mag. Da bin ich eher die Fraktion Moschus. Aber der war wirklich mega schön. Ich weiß, Burcin mochte den auch wirklich gerne, ne? Lavender Vanilla, genau. Die mochte den auch richtig gerne, hat ihn auch bei Insta gepostet gehabt. Und den müsste ich mir definitiv bei einer Custom von Bea, der, wenn der wieder auf der Liste ist, der muss bei mir einziehen, definitiv. Den habe ich unterschätzt, den habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, sage ich euch ganz ehrlich. Da habe ich mich nicht getraut. Ne? Alles klar. So, aber wir müssen ein bisschen loslegen. Ich bin schon bei 20 Minuten. So, okay. Golden Mimosa and Hay von Wachsmagie. Blumig, heu, ne? Herbstlich, parfümig, schöner Kuschelduft, schöner blumiger Kuschelduft, aber auch auf die 12. Den mochte ich wirklich gerne, den fand ich toll. Reicht mir aber auch jetzt, ne? Abgesehen davon, jetzt kommt eh der Frühling, ne? Und so, da brauchen wir jetzt solche Düfte erstmal nicht mehr. Mal gucken, ob ich im nächsten Herbst nochmal Lust drauf habe und den irgendwie irgendwo kriege. Blaukatz. Cookie Cat. Da hatte Tine mir gesagt, ich habe da ja irgendwas Beschwipstes gerochen drin, ne? Aber sie sagte, der ist völlig ohne Schwips. So. Ne? Aber irgendwie hat der für mich irgendwas da drin, ne? Also ein schöner. Ein absolut schöner Keksduft, hab ich genossen, definitiv. Konnte man sehr gut machen. Genau, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. War ein schöner Keksduft. Gerne wieder. So, ne? Von meiner lieben Simone hatte ich folgenden Duft: Candle Warmers Frosted Forest. Candle Warmers. Ah, Candle Warmers. Ja, ich bin kein Fan von den Candle Warmers Wachsen, muss ich sagen. Aber der hatte ordentliche Wumms und den fand ich auch ganz schön. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Aber ne, ich hatte so viele frostige Tannendüfte, frostige Landschaft, was auch immer, Winterwunderland-Düfte. Obwohl, Winterwunderland ist nochmal was anderes. Da habe ich auch nochmal, die gingen in andere Richtungen. Aber sowas, frostige Nadelbäume und so. Aber der war schön. Konnte man gut machen, ne? Aber deswegen, die riechen für mich, ich darf es fast gar nicht sagen, die riechen zwar für mich nicht alle gleich, aber viele ähnlich. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, oh, den fand ich mega und den. Aber der war schön und würde ich wieder düfteln. Kennt ihr den Namen? Cozy Comila. Das war ja den Duft, das war der Duft, den ich, ne, hier, Coconut Milk and Lavender, halt Comila, ne? Um es nochmal, ne, genau so zu sagen. Den hatte ich bei als Kundencustom bei der lieben Andrea von Wachsmagie ins Rennen geschickt. Was soll ich sagen? Ich will jetzt nicht. Das war natürlich übrigens Coconut Milk and Lavender mit Vanilla Kaschmir. Ja, mit Vanille Kaschmir. Kann man nicht viel mit verkehrt machen. Ne? Muss man ist jetzt auch eine Nummer sicher. Muss man mal ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Ne? Aber ich bin ja, also ich traue mich gerne auch mal ein bisschen exklusivere Sachen oder ein bisschen Special Sachen, das schon. Aber ich mag es auch einfach, wenn es einfach gut und solide, kuschelig und ne, einfach, wenn es auch einfach gefällig ist. Ne? Ich bin manchmal, also bei sowas mache ich auch manchmal gerne nicht so totale Experimente, weil was einfach geil ist, ist auch einfach geil. So, ne? Und Vanille Kaschmir ist einfach so ein Garant dafür, dass es einfach ein totaler. Ach, einfach ein schöner Duft wird. Also, hat mir gut gefallen. Genau, ne? Hat mir gut gefallen, habe ich gern gedüftelt. Kommt ja eh erstmal nicht wieder und was heißt erstmal, aber kommt nicht wieder, wahrscheinlich. Ne? Genau. Ne? So. Country Candle, Alpine Retreat. Oh ja, der hat mir gefallen. Der hat mir wirklich gefallen. Genau, das war der doch. Ich hatte, nee, genau, richtig. Also, ich hatte den Mountain Chalet und den Alpine Retreat relativ nah, zeitnah in der Lampe. Und das war halt mit beidem, ne, mit dem Label und so. Und ja, den fand ich toll, den Alpine Retreat. Definitiv einer der, ne, etwas grün-aquatischen Düfte, die für mich gern wieder einziehen können. Der hatte auch eine schöne Intensität. Der war toll. Aber ich bin Country Candle, ich mag eh die Country Candle Sachen wirklich sehr, sehr gerne. Ne, wie gesagt, bin ich oft noch mehr zu Hause, fühle ich mich da teilweise als bei Gusto. So,
Eisflower, Elizabeth. Der hat's ordentlich in sich. Der hat eine super Intensität. Das ist ja, ne, als die Queen gestorben ist, war das ja so ein bisschen das Tribut, ne, von Sylvie an die Queen, ne? Und ich kann ja mal kurz vorlesen. Wie ein edles Damenparfum mit süßen Lavendelblüten, Tonkabohnen und warmen Pudernuancen, gebunden zu einem Herz aus verführerischem Maiglöckchen. Und das war's. Der war edel, der war. Also der ist auf jeden Fall voll auf die 12 gewesen. Meine Güte, hat der eine Intensität. Deswegen habe ich den tatsächlich auch 2 oder 3 Tage also hätte bestimmt noch länger durchgehalten, ne? Habe ich den in meiner elektrischen, in der Polar-Panorama gehabt. Weil das ist einer der Düfte, die tue ich da rein, weil ich weiß, das performt. Und das beduftet das ganze Zimmer ohne Probleme und obwohl handmade und elektrisch. Ne? Da bin ich ja sonst auch eher Madame Teelicht. Ne? Aber der ist einfach schön und das ist ja auch nicht meine erste Portion von dem und deswegen wusste ich, der schafft das und der ist einfach Hammer. Ne? Wie gesagt, edel, erwachsen, auf die 12, kuschelig, pudrig. Einfach total schön. Oh, Holy Slippers. Ich hoffe ja, dass der es in die BBMBs schafft. Der ist einfach schön. Schöner Lavendelduft. Ich glaube, mit Marshmallow war es. Ne, habe ich von meiner lieben Duftbibliothek Deluxe von meiner lieben Patty bekommen. Ja. Würde ich definitiv als BBMB auch bei mir einziehen lassen. Wisst ihr Bescheid? Genau. Also kuschelig, lavendelig. Oh, aber es ist auch eher so eine. Es ist auch eine Lavendel, ich glaube, es ist eine krautige Lavendel gewesen. Genau, es war, ne, genau. Aber war schön, ne, weil er einfach so wirklich schön kuschelig und auch mit ein bisschen Holz und war schön. Befreit Frosty von Wachsmagie. Finde ich ja, dass das einer, den habe ich mir damals, den habe ich mir ganz anders vorgestellt, den Befreit Frosty. Weil ich finde, dass der hatte auch eher was herb-maskulines für mich. Ich weiß, da waren auch, glaube ich, Wacholderbeeren mit drin. Da war eine frische Luftnote definitiv. Aber ich hatte mir den noch ein bisschen. Da war, glaube ich, gar nicht Minze drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hatte mir den halt eher so in Richtung Olaf vorgestellt. Sowas in der Art, wisst ihr? Den von Scentsy so in die Art, ne? In der Art. Ne? Klar, die Duftkomponenten waren von Anfang an ganz anders. Aber ich dachte, für mich war das eher so ein. Ja, so ein herber, ja, ne, so ein bisschen maskuliner, cremiger, frische Luft, mit ein bisschen Frucht, mit ein bisschen, war auch was, ne, war auch blumig. Das ist ein sehr vielschichtiger Duft auch. Ne, aber ja, bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt zwingend wieder. Ne? Aber war okay, war schön. War eine ordentliche Portion. Ne? Melting Wax makes happy, so fragrances. Bei Duftmädchen. War ein Kuschelduft, war glaube ich noch irgendwas Fruchtiges, war es Pfirsich oder irgendwas mit dabei. Auf jeden Fall Ambar. Genau, und was Fruchtig und Blumiges, genau. Ja, ein solider Kuschelduft, aber ich habe da noch so viele andere, den müsste ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Genau, da gibt es einfach so viele andere schöne. Die mich noch ein bisschen mehr abholen. Scentsy Brick Collection Caramel Chestnut, den hatte ich unterschätzt, den fand ich gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Obwohl das natürlich auch oft zu einem Stinker tendieren kann, so eine Caramel Chestnut, ganz ehrlich, also muss man nicht immer haben und gerade bei Scentsy bin ich da vorsichtig, Leute. Bei den Foodie-Düften, da bin ich ja, da habe ich so ein paar Sachen, da habe ich schon mal Sachen unter der Nase gehabt, da traue ich mich oft bei Foodie einfach nicht, ne? Aber der war schön. Der war wirklich schön. Der war, ne, der war cremig, der war karamellig und für meine Begriffe war der für euch Maggi? Für mich nämlich nicht unbedingt. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht die Maggi-Nase, aber ich würde auch vermuten, dass der vielleicht nicht unbedingt so Maggi ist. Für euch? War der für euch Maggi? Wie fandet ihr den? Habt ihr den geschnüffelt? Genau. Oh, jetzt muss ich mal. Oh ja. Plum and White Woods von Scentsy. Den habe ich von meiner lieben Duftbibliothek Deluxe. Oh. Der ist einfach nur ein Traum gewesen. Den liebt sie ja auch so. Und den hat sie mir, da war sie so lieb. Der ist ja wirklich sehr, ist eine Rari, ne? Also, da hat sie mir ein Würfelchen geschickt. Boah, kriege ich direkt eine Gänsehaut. Der ist so schön. Der hat so was Parfümiges und ne, diese reife Pflaume, die dabei ist und diese weißen Hölzer, ey, wirklich.
Der macht, ich kriegt eine Gänsehaut rauf und runter. Guckt euch das an. Also wirklich ein wunderbarer Duft. Ich liebe den heiß und innig. Ne, also kann man gar nicht mehr zu sagen, als dass er, aber eben diese parfümige Note, er hat sowas Edles, er hat sowas. Einfach nur, wirklich. Lavender Sandalwood, genau. Ich habe jetzt hier auch einige von den Düften so ein bisschen auch auf Tauschpakete verteilt. Von dem habe ich eine Portion gerochen, von Wofür Momente übrigens nochmal reingehalten hier, so, damit man es mal vernünftig sieht. Lavendel, Sandelholz verspricht eigentlich ein totaler Klassiker zu sein und einfach ne, zu überzeugen, hat mich aber tatsächlich jetzt nicht so überzeugt. Ist aber auch okay, ne? Wie gesagt, kann auch nicht immer. Ne? Sensi Toasted Acorn and Oak. Mein erster Eindruck, den ich von dem Duft hatte, hat jetzt den zweiten. Der zweite war genauso. Das ist für mich einfach ein Stinker. Und ich weiß, vielen von euch geht es genauso. Ne? Sage ich gar nicht viel mehr zu. Sensi Marshmallow Mint Cocoa. Ist ein totaler After-Eight-Duft, aber der war mir ehrlich gesagt eine Spur zu viel. Ich habe gemerkt, also ich weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt diejenige, die After-Eight so gerne isst und ich rieche es auch anscheinend nicht so gerne in meiner Duftlampe. Muss ich nicht. Sheer Woods. Der war definitiv, auch von Sensi, der war definitiv, ne, der war einer von der sanfteren Sorte. War ganz nett. Aber ich erinnere mich jetzt auch schon gar nicht mehr so. Ich weiß nur, dass er nicht sonderlich intensiv war. Konnte man machen. Ne? Genau, ist aber auch so eine Rari, kommt man eh nicht mehr dran. New Year's Breakfast von Soul Fragrances bei Duftmädchen. Davon hatte ich mir so viel versprochen und hatte mich so auf den Duft gefreut, so mit Orangensaft und Baguette und Pancakes und Brombeermarmelade und weiß ich nicht, was alles da drin waren für Komponenten, was dann natürlich auch für mich, ja, aber irgendwie, also irgendwie war der erstens sehr schnell weg. Komischerweise, für mich war der einfach leider sehr schnell weg. Und auch irgendwie, ja, irgendwie hat er mich jetzt auch nicht so erreicht. Ne? Genau. Goose Creek Warm Kiss hatte ich auch von der lieben Katharina. War ein schöner Duft. Habe ich kalt ganz anders wahrgenommen als warm. Der hatte was Feminines und ne, so ein bisschen eben, so ein bisschen was sexy, weich, sinnliches für mich. Warm Kiss, das stimmt schon total. Genau, der hatte, ja, der war schön. Der hatte aber, der kam warm, noch ein bisschen mehr Holzigkeit raus. Und das hat es nochmal richtig interessant gemacht. Also den fand ich richtig schön. Der war schön. Aber weiß ich auch gar nicht, ist der aktuell überhaupt im Sortiment? Also, das waren abgezogene Malz von der Kerze. Ne? Hier habe ich Pacific Coast Highway. Jetzt muss ich mich gerade mal erinnern. Das war was Aquatisches, ja. Aber war das was fruchtig und so? Ja, da ist auf jeden Fall auch was Fruchtiges mit dabei. So ein bisschen aquatisch, auch in die Richtung sommerfrisch. Ach, ich glaube, da war auch zitrisch, ne? Ja, also deswegen, wenn ich mich jetzt schon nicht mehr so doll daran erinnere, ich glaube, der war schön, ne? Konnte man machen. Ich habe noch so viel. Oh mein Gott, ich muss ein bisschen Gas geben, Leute. Custom Order heißer Kakao von Wachsmagie. Wisst ihr, liebe ich, brauche ich gar nicht so viel mehr zu sagen. Der ist einfach ein Traum. So, brauche ich auch nicht irgendwas mit dabei. Einfach nur heißer Kakao ohne viel Schnickschnack. Hammer, liebe ich. Goose Creek Espresso Cake Pop. Oh, der hat mich, oh, der hat mich überzeugt. Das war einer der, das war, glaube ich, der erste Duft, den ich von Katharina in der Lampe hatte. Der war ein Traum, Leute, habe ich den genossen. Und ich habe den, glaube ich, noch gar nicht online gestellt gehabt. Oh, ich weiß aber auch gar nicht warum. Ist mir, glaube ich, dann untergegangen. Oh, war der schön. Also wirklich einer der Kaffee-Gebäckdüfte, den ich bestimmt genauso mag wie den Coffee Cupcake. Und der, Leute, der war lange bei mir. Der war intensiv. Also den muss ich ganz ehrlich sagen, den würde ich mir noch mal holen. Also den würde ich mir auch holen, wirklich. Und ein Goose Creek Duft, ne? Wisst ihr Bescheid? Und ein Foodie-Duft. Country Candle Mountain Chalet. Ja, da ist er, der Mountain Chalet. Gefiel mir nicht so gut wie der Alpine Retreat von Country Candle. Ist zwar trotzdem auch was anderes. Der war noch ein bisschen herber, was ja auch nicht unbedingt heißen muss, dass er mir nicht gefällt. Aber irgendwie, der war auch nicht so intensiv. Also bei mir jetzt irgendwie, der war, obwohl er irgendwie herber an sich war, nicht so intensiv wie der Alpine Retreat für mich jetzt. Ne? Ja. Vanilla Cone von Kringle Candle.
War schon ein älteres Schätzchen, glaube ich, oder das war einfach, ist ein Duft an sich, der sowieso trotzdem recht wachsig riecht, ich weiß es nicht. Ne, also irgendwie war okay, aber auch nicht mehr. Ja, Vanilla Birch, da ist er. Ich habe gerade schon über Vanilla Birch gesprochen und einer eben der vom Bär ist leer geworden. Ich liebe den einfach. Leute, müssen wir über mehr sprechen? Nein, kann ich so stehen lassen. Ich liebe ihn. Red, White and Berry Pie. Der hat mich doch mehr überzeugt, als ich dachte. Ich habe ja Anfang des Monats, also Mitte des Monats, als ich dann wieder zu Hause war, habe ich doch mehr elektrisch gedüftelt, ne, weil meine Lunge das noch nicht irgendwie so mitgemacht hat, dieses Teelicht. Und da habe ich ganz viel Sensi gedüftelt. Und sowieso, ne, das, was halt in elektrischen Lampen so ganz gut geht, ne, also überwiegend Sensi, ne. Und den habe ich eigentlich, da bin ich die ganze Zeit drumherum geschlichen vorher. Aber den habe ich in der Küche gedüftelt. Der hat mich abgeholt, Leute. Der war ganz schön. Obwohl, ne, hier Berich und Foodie und keine Ahnung, Berry Pie. Der war ganz schön. Gefiel mir. Kann man gar nicht anders sagen. Namaste. Ein gewürziger Kuschelduft, ne, von Bea. Der ist schön. Bräuchte ich aber auch nicht nochmal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also der ist schön, der ist ein bisschen mystisch, aber trotzdem weich und gemütlich, ne? Mit diesen Gewürzen dabei, mit dieser exotischen Note ist schön, ne? Aber wie gesagt, musste ich noch mal. IBM Forever Midnight. Oh, ich erinnere mich nicht mehr. Und IBM, ja. IBM hat ein paar schöne, aber überwiegend irgendwie flasht es mich nicht. Aber ich glaube, der war ganz schön. Aber ne, da ist ja immer, wenn man sich nicht mehr so wirklich dran erinnert, ne, ist das ja nie so ein super Zeichen. Ein Thank You Duft von Bär. Ganz ehrlich, für mich war das süße Schlemmerei. Oder auf jeden Fall war süße Schlemmerei mit drin oder so. Weiß ich nicht. Ne? Feenflügel. Also einer der Halloween Düfte von Blaukatz. Von Manufaktur Blaukatz, von der lieben Tine. Ja. Eben, ne? Also war ein, ach ja, ein Blumenduft mit Pfiff, ne? Also das ist schon super für so Blumenliebhaber, ein cooler Duft für Halloween, wirklich. Aber ne, eben Feenflügel, der war jetzt trotzdem nicht so unfassbar dunkel und mystisch und auf die 12 und, ne? Schrie so, Halloween halt. Aber trotzdem hat er irgendwie so einen gewissen Pfiff gehabt und deswegen ist es, ne, war ein cooler Duft, ne? Ja, genau. Endlich ist sie leer geworden. Sieht leider auch ein bisschen komisch aus. Man kann es auch fast schon nicht mehr lesen, ne? Meine Pink-Cotton-Seife von Sensi ist leer geworden. Die hatte ich mal von meiner lieben Vero geschenkt bekommen. Deswegen endlich ist sie leer geworden. Klingt irgendwie so blöd, ne? Aber ich habe jetzt wirklich. Sie stand erst in meiner Küche, dann habe ich sie jetzt umziehen lassen, damit ich sie endlich mal leer kriege, weil ich habe dann immer mehrere Seifen gleichzeitig benutzt irgendwie und die wurden nie leer. Das hat sich ja inzwischen auch geändert, die Größen und alles hat sich ja inzwischen geändert hier bei diesen Seifen. Ist ja noch eine vom alten alten, wie sagt man denn? Ne, so wie sie früher aussahen. So. Und wir alle mögen diesen Pumpspender nicht. Und ich mochte ihn auch nicht. Deswegen habe ich sie so selten benutzt. Deswegen stand sie so lange, obwohl es ist ein schöner Duft. Also viele von euch kennen ihn. Das ist so ein frischer Wäscheduft, der so ein bisschen, ne, süß ja. Ne, aber mit so, ja, schöner Girly Wäscheduft, nenne ich ihn mal einfach so. Ne? Gehen wir mal direkt weiter mit Kaffee Blaukatz, ne? Manufaktur Blaukatz. Toasted Marshmallow Mokka. Ein schöner Duft. Hat mir gut gefallen. Hat mich sehr abgeholt. Mochte ich. Genau. Der hatte. Ja. Ne? Ich mag Marshmallow-Düfte. Ich mag Mokka-Düfte. Ne? Also. War eine schöne Mischung. Schöne Intensität. War alles super. Gerne wieder. Oh, da ist was anderes drin gelandet. Das hat er nicht so gut gesucht. Sehr lustig. Den hatte ich schon länger leer gemacht, aber hat ihn anscheinend noch gar nicht vorgestellt. Den Cute But Spooky von, ne, wo wir doch wieder bei Halloween wären. Ja, das war ein Duft mit auch sehr blumig und also von Soul Fragrances bei Duftmädchen von der Claudie. Auch ein schöner Halloween-Duft. Das war auch, nee, war nicht mein Halloween-Duft, aber ne, ein blumiger Duft, der auch voll in diese Halloween-Zeit gepasst hat. Ne? Ein bisschen was Mystisches, ein bisschen was mehr auf die 12.
War schön, genau. Kann man machen. Ja. EBM Creations, Blue Spruce. Fand ich okay. Ne? War ein solider Tannenduft. Julia, ah ja, genau. Eule Creative. Warm Vanilla Chestnuts. Ja, den hatte ich jetzt erst gestern in der Lampe. Der war schön kalt, aber warm hat er leider überhaupt nicht performt. Ne, manchmal ist das so, man weiß dann auch manchmal gar nicht, woran es liegt. Den mag ich sehr, den Vanilla Blush von Wachsmacherei. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr schon vergessen habt, was ihr in die Lampe tut? Ihr kommt wieder in den Raum rein und denkt euch so: Oh Gott, was habe ich denn da drin? Und das ist so ein Duft. Und denn das habe ich jetzt ne, immer dann gehabt, wenn ich den irgendwie in der Lampe hatte und es dann vielleicht auch irgendwie verschallert hatte. Den mag ich und würde es den nochmal geben. Ich würde ihn mir definitiv nochmal bestellen. Es ist ein schöner vanilliger Kuschelduft. Belassen wir es einfach mal bei der Beschreibung, weil wie gesagt, ich muss mich schon ein bisschen dran halten, ne? Der war schön. Ein schönes Tester, die aus meiner letzten Bestellung von Claudie Soul Fragrances bei Duftmädchen. White Tea and Ginger. Der war toll, ne? Ich mag Teedüfte, gerade auch Ingwerdüfte, auch in Kombination natürlich Klassiker. Den hatte ich allerdings so noch nicht unter der Nase und den fand ich schön. Der war frisch, der war aber trotzdem, ne, der hatte jetzt für dieses Wetter, ne, schon dieser Übergang von Winter zu jetzt, man sehnt sich nach was Frischerem, war der perfekt. Mega, habe ich genossen. Chestnut Hill Zucchini Bread. Ich muss feststellen, Zucchini Bread ist halt, ich weiß, das ist speziell, aber der war mir nicht, ich mag Chestnut Hill Düfte. Aber ich bin, glaube ich, einfach nicht die Zucchini-Bread-Düftlerin, ne? Da war mir doch irgendwie eine Spur zu öde Möff, ne? So ein bisschen, ja. Genau. Lavender Vanilla von Scentsy mit einem Herz von meiner lieben Duftbibliothek Deluxe, weil ja, es ist ein schöner Duft, Leute. Der ist schön. Klassiker auch. Ne? Und das zu Recht, der ist toll. Brauchen wir nicht drüber sprechen, der ist toll. So, dann habe ich hier den Sweet Orange and Evergreen, ne? Ja. Schöner Tannenduft, so Black Forest Pine mit einer Spur frischen, süßen Orange. Mag ich gern, ne? War schön. Oh, den mag ich. Ja, einer meiner Favoriten. Da habe ich auch Gott sei Dank noch was von. Wachsmagie, Tanz in den Mai. Den liebe ich sehr. Das ist ein total toller Fliederduft, aber mit so einer schönen pudrigen Note. Der ist einfach parfümig und pudrig. Oh, der ist schön und ich freue mich jetzt schon wieder. Der hatte auch eine gute Intensität, das weiß ich jetzt. Ich freue mich schon wieder, den in die Lampe zu tun, wenn ich den jetzt das nächste Mal düfte. Oh, der hat mich abgeholt. Das war einer der Düfte. Das ist hier Sylvie Polar Express Eisflower. Das ist einer der Düfte, um den ich echt lange herumscharwenzelt bin, so, ne? Und irgendwie, er hat es nicht in die Lampe geschafft öfter, ne? Und ich habe es. Jetzt inzwischen denke ich mir, boah, warum nicht, Käthe? Den habe ich erst gestern, vorgestern in der Lampe gehabt. Vorgestern, glaube ich. Oh Gott, und meine Nachbarin kam hoch und die sagte dann auch so: Boah, was hast du hier? Das riecht so toll, ne? Und ich dachte auch so: Boah, ja, ich genieße es auch gerade so. Der ist so schön. Den hatte ich im Bad. Und obwohl also deswegen Polar Express ist irgendwie auch so ein Name, finde ich. Der ist irgendwie zwar frisch, der hat für mich so eine apfelige Note, aber auch mit einer Spur, also irgendwie deswegen Polar Express mit einer Spur Zimt, aber trotzdem ist der frisch und kuschelig. Also der hat irgendwie alles so ein bisschen vereint. Und wie gesagt, trotzdem habe ich ihn ins Badezimmer getan, weil ich einfach fand, dass der da voll hinpasst. Ne, aber wie gesagt, auch diese Zimtnote, die hatte ich auch nicht völlig erschlagen, weil sonst hätte ich ihn ja auch nicht dahin gepackt. Ne? Würde ich mir nochmal holen. Ne, obwohl er jetzt, ne, das ist so einer, der einen im Nachhinein dann irgendwie packt, ne, wenn er warm ist. Also mich persönlich zumindest. Blaukat, Schneekugel. Da hatte ich mit Tine schon, über den hatte ich schon gesprochen. Den hatte mein Mini ausgesucht. Und mein Mini, der hatte gewonnen an dem Tag gegen, glaube ich, drei andere Düfte. Und den fanden Mini und ich sehr, sehr schön. Das war ein Kuschel, habe ich ja schon in der Story auch so gesagt. Und Tine sagte so: Ich mag Oma-Düfte, deswegen nehme ich das als Kompliment. Und genauso war es auch gemeint. Ne? Mini ist vor allem auch, der ist ne, so ein bisschen picky, was Düfte angeht. Und deswegen, wenn der den schon aussucht, dann muss das schon was heißen. Ich finde, der hat so einen positiven Oma-Charakter gehabt. So, ne? Ein kuscheliger, blumiger, winterlicher Kuschelduft. Ne, so ein bisschen mit Seifencharakter, so ein bisschen.
So, ja, war schön. Zur Fragrances Lavender Apple Sugar Slices. Den fand ich schön. Der gefiel mir wirklich gut. Ne, so ne Brot, Lavendel, Apfel, so, ne? Also, das war schön. Gefiel mir gut in der Küche. Habe ich gern. Und jetzt, Leute, boah. Ich weiß, viele von euch lieben den. Ich habe den jetzt Ewigkeit nicht in der Lampe gehabt, weil ich hasse es, Votivkerzen zu zerteilen und in die Lampe zu tun. Vor allem, weil ich das auch in der Teelichtlampe, dieses Wachs von Yankee Candle, so von den, das schmilzt so blöd. Ich weiß nicht, ob es euch da auch genauso geht, ne? Aber ja, egal. Aber der Christmas Eve Cocoa. Ich weiß, den lieben viele von euch, aber der scheint auch als Kerze nicht gut zu verperformen, ne? Aber das ist ja so ein schöner Duft. Oh, war der schön. Hab ich den gefeiert. Also, den hätte ich gern nochmal, aber wenn er nicht performen soll als Kerze, also den hätte ich mir sogar vielleicht mal irgendwie als Kerze zugelegt. Aber wenn er nicht performt, bringt es einem ja nichts, ne? Schade. Das wäre mal einer der wenigen gewesen von Yankee, den ich mir tatsächlich mal als Kerze gegönnt hätte. Weil sonst bin ich ja kerzentechnisch, wisst ihr ja Bescheid, ausschließlich Bath & Body Works, weil sonst bleibe ich bei Melts, habe ich ja gesagt. Wachsmagie, Cashmere Cuddles. Ein schöner, etwas mystischer Kuschelduft mit einer etwas dunkleren Note, wie gesagt. Ne? Und ja, blumig, kuschelig, intensiv. Absolut schön. Ne? Dieses Lämpchen da drauf passt total. Das ist auch so eine gute Nachtduft. Ich weiß nicht, hatte der ja wahrscheinlich auch Lavendel mit drin, kann gut sein. Soul Fragrances, Snuggling with Susie. Da habe ich schon gesagt, der war richtig schön. Parfümiger, girly. Kuschelduft, ne? Also ich glaube, den hatte Claudia so genannt, weil, ne, wegen Hund und so wie es halt sich anfühlt, ne, mit seinem Haustier zu kuscheln, so riecht dieser Duft einfach. Ne, für mich hätte, ich hätte, wie gesagt, dieses Snuggling with Susie hätte für mich auch einfach so ein, ne, Susie hätte für mich auch einfach so ein 20er-Jahre-Girl sein können, irgendwie so, ne? Also, genau, so habe ich mir das irgendwie am Anfang so gedacht, bevor ich die Geschichte hinter dem Duft kannte. Sweet Miracle Tea. Den fand ich kalt ganz. Ne? Ich liebe Teedüfte, ihr wisst das. Warm war der doch besser, als sie dachten. Frischer, aber gar nicht so süßer Tee. Der war für mich eher. Ne, ich glaube, war das ein Grüntee, glaube ich. Ne? Aber ja, war ein guter Teeduft. Konnte man machen. IBM White Christmas. Oh, den fand ich schön, Leute. Der gefällt. Ne, White Christmas, das ist, war ein nadeliger Duft mit schneeig, eisig, ne, frische Luft. Oh ja, jetzt. Oh, und der hatte Wumms. Definitiv Empfehlung von mir, den würde ich mir wiederholen. Wenn ihr Nadelbaumliebhaber seid, probiert den aus. Der war richtig schön. Den werde ich auch, den lege ich mir direkt beiseite, den muss ich mir merken. My Darling Clementine von Scentsy. Boah, nee, Leute. Das war für mich ein ordentlicher Stinker. Den mochte ich überhaupt nicht. Ne. Einfach ne. Ich mag Mandarinendüfte teilweise wirklich gern, aber das war nicht meins. Nein. Country Candle, Maple Sugar Cookie. Der hat mir, glaube ich, wieder erwartend auch sehr gut gefallen. Der war schön. Ne? Er war zwar für mich nicht so Maple, aber das war ein schöner Foodie-Duft. Gefiel mir. Würde ich mir auch tatsächlich wieder gefallen lassen. Definitiv. Scentsy, Starfruit und Piernektar. Ja, fruchtiger Duft. Fand ich gar nicht so schlecht wie gedacht, muss ich sagen, aber hat mich jetzt auch nicht vom Sockel gerissen. Ne? Hot Wine von Higgeby. Ne? Ein Glühweinduft. Für mich war der gar nicht so unfassbar Glühwein. Es war schon eher so ein. Ja, okay, vielleicht ja. Ja, was? Für Früchtepunsch vielleicht auch, ich weiß nicht. Also war schon so ein Warmgetränk, ne? Aber so die alkoholische Note, was ja auch gar nicht so schlimm ist. Viele mögen diese alkoholische Note nicht, ne? Aber der war ganz gut, der war gut vorhanden und so, ne? Ich habe nur auch dann zwischenzeitlich vergessen, was habe ich denn da reingetan? Was riecht denn da so? Und dann so, ach, Glühwein. Glühwein? So ungefähr. Ne? Wild for Fall von Scentsy. Einer der Düfte, die in diese Richtung waldig, ne, holzig und so weiter gehen. Der hat mich nicht abgeholt. Da war irgendwas drin, was mir in meiner Nase nicht gepasst hat. Ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was es war. Kann ich euch gar nicht sagen. Ne? Bears Wax Bakery. Hier, wieder Caro the Kuchen. Nein, Karottenkuchen. Ne? Genau. Was soll ich euch sagen? Oh, ich muss mal ganz kurz hier.
Ich muss euch mal ans Akku stecken, weil nicht, dass es gleich irgendwie abbricht. Ne? Wo bist du denn da? Warte mal so. Oh, da. So, da seid ihr wieder am Start. So, bin ich ein bisschen verschoben jetzt? Aber ja, geht. Ne? Geht. Karottenkuchen. Ich weiß nicht, ob der vielleicht schon ein bisschen drüber war oder ob meine Nase einfach... Nee, meine Nase war an dem Tag nicht drüber, ne? Aber ne, war nicht meins. Hat mir nicht gefallen so gut, ne? Wachsmagie. Fresh Cut Christmas Tree. Hätte ich mir ein bisschen mehr Intensität gewünscht irgendwie. Ne, meine Nase hätte da mehr erwartet bei so einem frisch gehauenen Weihnachtsbaum. Ich dachte, der wäre wirklich so voll auf die 12, so ein Black Forest Pine. Ne, also so wirklich so eine Intensität. Aber hatte der irgendwie nicht. Ne? Ich habe den aber auch, ja, da ich ja Weihnachten überhaupt nicht gedüftelt habe, ne? Aber ja, who knows? Ach, guck mal, da ist einer gelandet, den ich eigentlich aufbrauchen wollte, aber es dann doch nicht geschafft hat anscheinend. Lemon-Cookies, den hatte ich auch erst irgendwie jetzt, glaube ich, gestern in der Lampe. Ja, ne, so ging in die Richtung Lemon Meringue Pie. Kann man machen. War ganz schön von Soul Fragrances bei Duftmädchen übrigens. Den habe ich heute in der Lampe gehabt, in The Mood Design. Da habe ich euch schon gesagt, oh, Dark Lavender, der musste jetzt zeitnah in die Lampe, um zu entscheiden, in welche Richtung geht das. Und das ist so ein Duft, der steht an der Schwelle. Das war auch schon kalt so, dass ich mir dachte, entweder, oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Er ist sehr krautig. Wenn ich die Nase drüber halte, hat er so eine unfassbar geile parfümige Note. Denn im Raum verteilt die sich nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich finde den Duft wirklich trotzdem unfassbar cool. Ich muss nur gucken, ob es mir dann nicht eine Spur zu viel ist oder ob ich ihn feiere. Das ist wirklich so ein Duft, der ist schon wieder so, für mich so, für meine Nase so extrem, dass ich, aber ich denke, ich finde ihn einfach nur geil. So, ich finde ihn geil. Ist einfach so. So, Wally Classified habe ich sehr genossen. War, glaube ich, einer der ersten Düfte, als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin. Oder sogar noch, bevor ich ins Krankenhaus, wie auch immer. Ne? Botanische Noten von knackigem Apfel, wässriger Gurke und taufrischem Grün. Ist voll mein Ding. Hat mir gut gefallen. Fand ich schön, muss ich sagen. Auch wärmer noch schöner als, warm noch schöner als kalt. Salted Bergamot Breeze, der hatte mich überrascht. Das war nämlich einer der Düfte, den ich von der Island Days Kollektion hieße, ne? Gar nicht auf dem Schirm hatte und auch gar nicht mir schicken lassen wollte. Und dann hat Patty mir doch was geschickt. Und dann habe ich den wirklich lange erstens in der Lampe gehabt und der hat auch gepowert ohne Ende. Wartet mal, ich muss mal kurz was trinken, entschuldigt mal. Erstens hat er gepowert ohne Ende. Ich habe ihn aber auch lange drin gelassen, weil ich ihn einfach toll fand. Also den hätte ich, da würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal gefallen lassen. Würde ich mir sogar vielleicht mal irgendwie irgendwann ein Bar holen. Gerade so im Sommer finde ich das einen tollen Duft fürs Bad. Eventuell auch für einen anderen Raum hier, ne? Iceflower Wild Mountain Honey. Oh, der war speziell. Also ich bin ja bei Honigdüften sowieso so ein bisschen spezieller. Manchmal mag ich es, manchmal nicht so. Aber in dem Fall war gar nicht der Honig das Problem, sondern diese Mischung aus Wildblumen und Honig haben irgendwie so ein bisschen so einen Muffe-Charakter entwickelt für mich und meine Nase. Aber irgendwie fand ich den auch, also irgendwie hat der auch was gehabt und ich fand ihn irgendwie auch cool. Ich konnte mich da nicht wirklich entscheiden. Es war ein unfassbar interessanter Duft, aber irgendwie, ne, war das dann so ein bisschen sowas zwischen... Aber irgendwie sah er ja ganz cool. Oh ne, irgendwie mufft er ja. So, also irgendwie, ne? Ja. Ne, da waren sich meine Nase und ich teilweise ein bisschen uneins. Kennt ihr solche Momente? Vielleicht, ich weiß es nicht. So, dann einen, den ich sehr, sehr mag von Wachsmacherei, den Mermaid Laundry. Was ein bisschen schade ist, eigentlich klingt es danach, dass der wirklich eine gute Intensität hat. Der ist ein bisschen schwach auf der Brust. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich liebe den. Oh, ich liebe den Duft wirklich sehr. Oh Gott. Oh, ich kriege gerade schon wieder eine Gänsehaut. Also der könnte für mich ein bisschen mehr Wumms haben, ne? Aber der ist schön. Ich liebe ihn. Weil er wirklich diesen frische Wäschecharakter hat, aber auch diese aquatische Frische, aber ohne ins Maskuline zu gehen.
Ne? Auch ein bisschen dieses Blumige. Ach, der ist einfach, oh, der ist schön. Definitiv Nachkaufkandidat. Ne? Aloe Rain von Wachsmacherei machen wir direkt mal weiter. Ne? Ein frischer grüner Duft. Konnte ich machen, brauche ich aber auch nicht zwingend nochmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich hier Cran-Apple Crumble aus den USA von Scentsy. Nee, musste ich raustun, fand ich. Fruchtmuffkuchen, nee, gefiel mir nicht. Ich bin, ja, das war einfach leider nicht meins. Cozy Cashmere. Ja, ne, das war ein schöner, der gefiel mir gut. Den habe ich jetzt das erste Mal in der Lampe gehabt. Ich habe ihn in Ewigkeiten auch hier, ne, ich habe mich jetzt wirklich mal so ein bisschen meiner Scentsy auch Einzelwürfel angenommen. Der lag schon sehr lange hier. Ich glaube, es war noch aus einem meiner ersten Tauschpakete, ersten oder zweiten Tauschpaket mit Partie. Und das heißt schon was, das ist eine Weile her. Ne, diese Brombeernote da drin, in diesem Kuschelduft, ist schön, ne? Den White Amber in Silk mag ich aber, glaube ich, einfach nur eine Spur lieber. Ist so. Und Bath & Body Works Vanilla Be Noel. Komischerweise ist das ja so, das ist ja eigentlich so ein Duft, der müsste knallen, ne? Ich habe den aber allerdings so schlecht wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, woran das gelegen hat. Weiß ich nicht. Aber ist es wahrscheinlich bei der Kerze, also das waren abgegossene Melz von der Kerze. Vielleicht war die Kerze auch einfach da nicht mehr so duftintensiv oder so. Ich weiß es nicht mehr. Also nicht, ich weiß es nicht so. In the Mood Design, Cappuccino Caramello. Der war schön, der gefiel mir richtig gut. Ich merke, also ich bin jetzt nicht die Karamell-Pur-Düftlerin, aber ich mag Karamell doch manchmal ganz gerne in Düften, wenn es halt eine schöne Karamellnote ist. Und die Sandra, die hat eine schöne Karamellnote hier drin. Mit diesem Kaffeeduft, mit diesem, aber deswegen, auch trotzdem ist ein Cappuccino ist. Ich bin ja oft so ein bisschen picky, was so Kaffee, Milch, Zucker etc., wenn es mir ein bisschen zu viel ist. Ich mag ja oft einfach gerösteten Kaffee, Punkt. Ne? Aber in den und hier mit Karamell, der war richtig schön. Richtig toll, der gefiel mir richtig gut. Mrs. White von Iceflower, oh, das war so gestandene Frau, würde ich wieder düfteln, der war sehr schön. Ne? Auch so ein bisschen in die Richtung Elizabeth von der Art her, wirklich nur von der Art her. So war es eher auch so ein bisschen, hatte auch irgendwie eine gestandene Frau, ein bisschen älteren Semesters. Cremig, kuschelig, parfümig. Schön. Den liebe ich. Den liebe ich einfach. Sweet Escape. Der ist toll. Ne? Lavendelblüten, Orangenschale ist drin. Vanillebohne, Vanilleschoten, rosa Zuckerherzen. Der geht so in die Richtung Coconut Milk and Lavender. Der ist einfach nur wunderbar. Und wenn, also das ist, der kam ja dann auch nochmal nachdem er im Osterrestock war. Also wenn der nochmal kommt oder ich mir den nochmal, also den würde ich mir auch nochmal gießen lassen. Also, aber ja, jetzt habe ich auch gerade keinen mehr davon. Also vielleicht bei der Custom, meine Liste wird länger und länger, merkt er. Ach. So, oh, leeres Tütchen, auch nett. So. Wachsmagie, Welcome to Wonderland. Oh ja, das ist ein Duft gewesen von der besonderen Sorte. Ne? Das fand ich zum Beispiel auch schön. Auch schade, warum diese Motto-Düfte irgendwie nicht mehr. Na, am Anfang hatte das, was heißt am Anfang, als ich jetzt bei Wachsmagie erstmal so eingestiegen bin, so, ne? Da hatte sie ne, die erstmal diese Gelateria-Kollektion später dann. Und als allererstes habe ich dann dieses Thema Welcome to One oder ne, Welcome to Wonderland mitgemacht. Ne? Und das war so ein Duft, den hatte ich erst nicht mitbestellt und den habe ich mir dann irgendwie, kam ich durch Zufall an den, ich weiß gar nicht wie, aber kam ich. Und ja, ist mit einer Spur Lakritz drin, deswegen hatte ich mich nicht getraut. Fruchtig mit einer Spur Lakritz und der war schon was Besonderes, der war schon cool. Genau, das war der Sweet Orange, den habe ich schon gehabt. Sweet Poison von Wachsmagie, oh ja, ne, also. Parfum Dupe, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Poison, Sweet Poison. Der hat Wumms, Leute. Und der ist natürlich, also klar, das ist ein Blumen-Parfum-Duft für eine Frau, die nicht mehr die allerallerjüngste ist, aber auch nicht die allerallerälteste. Ne? Also einfach für eine gestandene Frau oder eine Frau mitten im Leben oder einfach die ein bisschen intensivere Blumendüfte gern hat. So. Und das war einer der ersten Teelichtdüfte, deswegen hat der für mich auch sowieso so was Besonderes, den ich in der Lampe hatte. Den habe ich von Vero damals bekommen. Und ja, damit hat so ein bisschen auch meine Teelichtliebe angefangen. Ich weiß noch, wie ich da wirklich. Ich habe diesen Duft dann
Im Sommer gedüftelt? Nee, nicht im Sommer. Das muss ja früher gewesen sein. Muss ja so März, April gewesen sein. Und März gewesen sein. Und den habe ich richtig genossen und davon habe ich auch noch was hier. Der muss mal bald wieder in meiner Lampe landen, weil bald ist dann auch schon wieder die Zeit. Der ist, denn da muss man, da, die dunkle Jahreszeit ist da schon cool für, muss man ganz ehrlich sagen. Cozy Winter Dreams von Burchins Waxwells. Da war Lavendel drin. Der war, der, ne, der war, der ging, okay. Der ging so in die Richtung Snuggle Up. So, Snuggle-Up, Jammy-Time, mit einer Spur mehr Kuschel vielleicht noch. Hat aber mit der Zeit für mich irgendwie so ein, ich weiß nicht, der, in der Lampe wurde er mit der Zeit irgendwie so ein bisschen, der hat ein bisschen was minimal Muffiges entwickelt. Aber der war erst, die ersten Stunden war der richtig schön, aber Snuggle-Up und Jammy-Time, es ist jetzt auch, das sind jetzt auch keine Düfte für mich, die ich jetzt, ja. Also deswegen, der war schön, aber würde ich mir nicht unbedingt nachkaufen. Genau. Also ist ja auch nur ein Testerli gewesen, ne? Genau. Oder jedenfalls, oder war eine Duftportion eine kleine, ne? Oh ja, hier so eine Box. Magische Winterliebe von der Claudie von Soul Fragrances bei Duftmädchen. Der Glitzerschnee war der Fresh Sparkling Snow von Bath & Body Works. Den hatte ich ja dieses Jahr ein paar Mal in der Lampe in verschiedenen Ausführungen und verschiedenen Namensgebungen. Ja, ich liebe den, ihr wisst es, ihr wisst es, ich mag den super gerne mit seiner Melonen- und frischen Note, aber trotzdem hat er was Schneeiges, Eisiges, Frisches. Oh, der ist toll. Winterwald. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr vom Winterwald. Schneesturm. Ja, der war schön, aber ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie der war. Der war für mich gar nicht so, was ich erwartet hätte, so frisch und der hatte eher was Kuscheliges. So wie man sich, ne, wenn man sich einmummelt, wenn es draußen Schneesturm ist und wie man sich eher drinnen einmummelt, so habe ich den empfunden, aber ich weiß schon nicht mehr genau, wie er war. Eisblume war auf jeden Fall auch ein sehr schöner Duft, weiß ich noch. Gefiel mir gut. Ne, aber so wirklich, kann ich gar nicht mehr so viel sagen, ist schon wieder so lange her. Da ist eine Winter Triple Mix Kombination von mir. Bedtime Bath, Mandarinensplitter und Sandalwood von Wohlfühlmomente. Genau. Der war in der Non-Food Box von den Winter Triples, die die liebe Doris gemacht hat. Ich hatte damals mir folgende Idee, was heißt Idee? Ich hatte mir das ausgedacht, diese Komponenten, weil ich was haben wollte zu dem Zeitpunkt Bea noch keine Custom oder irgendwas angekündigt. Und dann wollte ich was haben, was so in die Richtung Lavendel, Mandarine geht. Und das ist mir ganz gut gelungen. So. Ne? Also, was heißt, mir ist es ganz gut gelungen? Der Doris ist es ganz gut gelungen, das umzusetzen. Und ihre Öle haben da definitiv so in die Richtung auch tendiert. Das ist so in, ne, dass es wirklich so auch in die Richtung ging. Ne? Also Bedtime Bath, das ist ja so Lavendel, Kamille. Mandarinensplitter und Sandalwood. Also war eine schöne Mischung. Auf jeden Fall. Gefiel mir gut. Hat auch super performt. Aber ne, das Mandarinensplitter ist natürlich auch ein, das ist ein sehr, sehr intensives Öl. Und Lavendel an sich ist ja auch meistens was Intensives und so. Ne? Der war auch schön. Der würzige Lavendelplunder, genau. Aprikosenplunder von Kaffee Blaukatz von der Tine. Von Manufaktur Blaukatz. Der war schön. Nicht, also, ne, da haben mir ja wirklich viele draus gefallen. Das ist jetzt nicht mein absoluter Favorit aus der Bestellung gewesen. Der war nicht unter meinen Top 3, war aber trotzdem total schön. Ne, der war zimtig, gewürzig, aber trotzdem cremig. Und diese Aprikosennote, die ging mir so, also die entging meiner Nase irgendwie. Aber der war trotzdem, war schön, gefiel mir gut. Nordic Berries and Birch von Wachsmagie. Ja, ist ein Duft, den mag ich total. Ne, ist einfach, ne, holzig mit Beere, wisst ihr Bescheid, das mag ich ja, ne? Grün, holzig mit Beere, das ist mein Ding, das mag ich gerne. Ach, ist, guck mal, ist noch gar nicht so richtig aufgebraucht, ist noch ein Stückchen drin, verzeiht's mir, sorgen wisst ihr Bescheid. So, das, so, jetzt ist er aufgebraucht. Schmeiße ich gleich noch in die Lampe, zack, bumm, ne? Genau, der war schön. So. Peanut Butter Cookies für meine kleine Duftwelt. Habe ich ja schon zu euch gesagt, als ich den im Tauschpaket hatte.
Also für mich ist das so heißer Kakao von Wachsmagie gewesen. Das ist für mich so, ne, aber trotzdem mit so einer Erdnussnote. Also der ist total, der hat mich, der war auch lange da. Der war richtig lange da und der war intensiv, aber das haben ja oft, also Foodie-Düfte, wenn Foodie-Düfte nicht performen, ne, dann weiß ich auch nicht. Also die sind ja auch meistens von sich aus, von Grund aus einfach intensiv, ne? Also der war richtig schön. Würde ich definitiv nachkaufen. Schön, ne? Ja, drei habe ich noch, ihr Lieben. Drei habe ich noch. Ja, genau. Ein Testerli Eishase von Soul Fragrances bei Duftmädchen. Ich fand den gar nicht so Eishase. Ich weiß gar nicht mehr genau. Der war so ein bisschen, aber ja, ne? Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass der irgendwie, dass ich ihn auch relativ schnell wieder rausbefördert habe aus der Lampe. Weiß aber gar nicht mehr so genau, warum. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Aber war, glaube ich, ne? War, glaube ich, ganz schön. Aber ja. Lustigerweise. Schneehäschen übrigens. Von Bea's Wax Bakery hat es, glaube ich, kurze Zeit später dann in die Lampe geschafft. Und das war für mich so ein Cashmere and Snowflakes Duft. Was mir kalt gar nicht so aufgefallen ist. Aber das war so Cashmere and Snowflakes. Ein bisschen, vielleicht noch eine Spur holziger. Aber das war, ja, deswegen, das passt aber gut, ne, dieses Schneehäschen. Das passt ganz gut zu dem Duft einfach, ne, weil es hat irgendwie sowas, der hat was Girlyhaftes so ein bisschen, ne. So, wenn ich, ne, der hat so ein bisschen eben so einen kuscheligen, aber gemütlichen, ja, könnte so ein Schneehäschen sein. Und dann, als letzten, ach, Moment, nee, da müssen wir, da ist doch noch einer. Ah. Nach der Schneeballschlacht von der Sandra von In the Mood Design. Bath and Body Works Fresh Sparkling Snow Dupe. Genau. Habe ich gerade schon drüber gesprochen. Ich liebe den Duft. So, müssen wir nicht mehr zu sagen, aber welchen Duft ich auch liebe. Und damit schließe ich heute ab. Und das ist ein toller Duft, um diese Runde einmal abzuschließen mit euch. Ist meine kleine Neuentdeckung von In the Mood Design. Die Erdbeer-Biskuitrolle, die ich nie bestellt hätte. Aber die jetzt in meine Lampe hüpfen musste, kurz nach der Bestellung, weil ich echt dachte, boah, das kann nicht wahr sein. Ist der schön, Leute. Und warm war der einfach genauso ein Traum wie kalt. Oh, oh, guckt euch dieses Strahlen an. Guckt euch dieses Strahlen an, Leute. Das löst dieser Duft in mir aus. Ein Foodie-Duft mit Erdbeere hätte. Und es ist ja jetzt keine Erdbeersahnerolle, aber sowas habe ich mir halt vorgestellt. Ich habe mir halt irgendwie so eine Koppenrad- und Wiese-Erdbeersahnerolle vorgestellt. Und das war der Fehler an der ganzen Sache, weil das ist dieser Duft nicht. Für mich nicht. Ist er nicht. Der ist halt wirklich so eine frische, das hat so eine frische und authentische Erdbeere mit einer gebäckigen, aber nicht zu schlotzigen und buttrigen Note, gar nicht. Sondern frisch und leicht. Das kann, ne? Deswegen, das ist jetzt ein wunderbarer Duft, um ihn jetzt zu düfteln, aber es ist auch ein wunderbarer Duft, um ihn dann jetzt im Frühjahr oder so zu düfteln. Deswegen, ich habe Sandra schon vorgewarnt, also der muss bei mir einziehen. Das könnte zu einem absoluten Favoriten avancieren. Und bis ich einen Duft wirklich zu einem meiner absoluten Favoriten zähle, das heißt schon was. Es gibt wirklich wenige Düfte, die ich hier immer und immer und immer wieder einziehen lasse, weil ich natürlich auch immer wieder gerne neue Düfte kennenlerne. Und man hat ja auch so viel und so weiter, ne? Und es gibt so wenige Düfte, wo ich sage, okay, der darf mir nie ausgehen. Ist tatsächlich so. Ist so. Und der ist aber so einer, der dazu werden könnte, wenn er mir nicht irgendwann einfach zum Halse raushängt, weil ich ihn dann zu oft gedüftet habe. Kann natürlich ja auch immer passieren. Aber das könnte so ein Coconut Milk and Lavender werden, wisst ihr? So einer, der einfach immer geht. So in der Küche. Hammer. Weil ich auch finde, der ist, ne, der ist universell, der ist auch für jede Jahreszeit, geht das klar. So. Den würde ich auch im Sommer düfteln, auch im Herbst und im Winter. Hammer. Ne? Boah, Leute. Und deswegen, ja. Mein Kartönchen ist leer. Was soll ich euch sagen? Das war mein Januar. So duftete mein Januar.
Und das war sowieso was ganz Besonderes für mich, weil, wie gesagt, weil der Januar bei mir sehr, sehr turbulent war und ich dann sowieso froh war, als ich wieder düfteln konnte. Und ihr seht, ich habe richtig Gas gegeben. Ihr seht es an der Zeit. Deswegen halte ich jetzt auch mal die Klappe, so langsam aber sicher. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bleibt mir gewogen und schaltet vielleicht beim nächsten Mal. Oder ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. So. Und bis dahin. Bleibt ihr mir bitte gesund und passt ihr auf euch auf und lasst euch gut gehen und schicke ich euch liebe Grüße. Bis dann. Ach ja, wie duftete eigentlich euer Januar? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dann, macht's gut.